Hallo, Ken Krüger ist wieder zurück auf der Festivalbühne, meinherzblatt.at. Ich habe die Biggie Neimer eingeladen, um sich ein bisschen vorzustellen. Sie ist Eventfotografin, aber im Endeffekt, sie hat eine ganz seriöse Bezeichnung, die nennt sich Berufsfotografin, also eine professionelle, aus Leidenschaft. Was heißt das? Wie bist du darauf gekommen? Warst du schon immer Fotografin? Ich war nicht immer Fotografin. Ich komme eigentlich aus dem Marketingbereich, habe auch sehr viele Jahre, also ich glaube 16 Jahre eine Marketingagentur gehabt und habe mir jetzt meinen Traum verwirklicht. Ja. Also etwas Seriöses vorher gemacht und jetzt? Es ist auch seriös jetzt. Ja, aber was bietest du an? Du hast ein eigenes Studio? Genau. Ich habe mein eigenes Studio im 4. Bezirk in Wien und mein Schwerpunkt ist definitiv People- und Eventfotografie. Hochzeitsfotografie gehört natürlich zu einem meiner Lieblingsbereiche. Und ja, Leidenschaft ist überall dabei. Ja. Also wie viele, das interessiert mich nämlich persönlich, weil ich kenne das zwar, aber bei ihr, deine Erfahrung, wie viele Fotos macht man eigentlich wirklich an einem Event, speziell bei einer Hochzeit? Ich mache richtig viele, ja. Also es ist, man kann eigentlich damit rechnen, dass ich im Schnitt sagen wir so 80 bis 100 Fotos pro Stunde dann auch wirklich bearbeitet abgebe. Ja? Okay, also. Und das bedeutet aber im Endeffekt, weil es sieht ja immer so einfach aus und dann muss eigentlich die Fotografin, nachdem alles erledigt ist, die anderen ihren Rausch ausschlafen, bis sie eigentlich dann am Computer muss nachbearbeiten, meistens, und dann musst du es auch noch auswählen. Das heißt also, der Rattenschwanz danach ist ja eigentlich auch lang. Außer die Nacht natürlich. Nein, definitiv. Ja. Also man muss schon damit rechnen, so 2 bis 3 Wochen ist die Bearbeitungszeit, dann bekommt das Brautpaar natürlich auch die Bilder geliefert. Bearbeitung ist einfach notwendig. Ja. Ich sage mal, für die Event, für die Reportagefotos gibt es eine Grundretusche. Und natürlich für die Paarfotos und die Gruppenfotos, die werden natürlich dann einzeln entsprechend high-end retuschiert. Das ist halt leider auch bei den Fotos, die sind für die Ewigkeit, unter Anführungszeichen. Insofern nicht nur Hochzeiten, nicht nur Events, sondern die Biggie bietet auch Workshops an. Workshops ganz speziell, zum Beispiel in Italien oder in Frankreich. Also, dass man wirklich Fotografie im Sinne des Erfinders erlebt, dass man wirklich etwas festhält, wo der Moment im Endeffekt eingefangen wird. Sie sagt dann so ein bisschen wie und so ein paar kleine Tipps und so weiter. Also sehr, sehr interessant. Schaut euch bei ihr am Stand um. Da gibt es auch ein Goodiebag, wo man also auch diese Prospekte und Folder runterladen kann für zukünftige und jetzt geplante Fotoreisen, Workshops. Und jetzt kommen wir aber eigentlich zu einem Monster, das hat sie mir gesagt, unter uns, Magic Mirror und nicht Magic Monster, sondern Magic Mirror. Und den schauen wir uns jetzt gleich an, oder? Natürlich. Ich nenne ihn jetzt Magic Monster, weil der Transport natürlich immer nicht so einfach ist. Es ist jetzt, ihr werdet es dann gleich sehen, aber es ist eine Fotobox der neuesten Generation in Form eines personengroßen Spiegels und ja, ist absolutes Highlight auf jeder Hochzeit, auf jedem Event. Ja. Also alle Gäste lieben ihn. Also da können sich die Gäste wirklich self-entertainen, genau. Sowas ähnliches. Ja, genau. Schauen wir mal rein. Bis dann. Tschüss. Gerne.